habe, hier noch alles rumschleppe. Beziehungsweise vielleicht kannst du ja daraus mal Material für die Dings bauen. Wir brauchen ja Rotoren. Warte mal, was brauchen wir für die Rotoren? Schrauben und Eisenstangen nur. Ja, nichts mit Kupfer, ne? Ne, ich guck gerade, was brauchen wir für Kupfer? Stator brauchen wir Kupfer. Da brauchst du aber noch Stahlrohr für. Kacke. Wie können wir denn jetzt Kupfer loswerden? Mach mal Kabel raus. So viel Kabel brauchen wir auch nicht. Ich hab einfach noch so viel Kupfer übrig. Wir lagern das einfach in Kisten erstmal, oder? Das rohe Erz? Nee, nee, nicht das rohe Erz. Ein Draht. Na gut, dann bauen wir eine neue Kiste dahinter, schließen wir an, dann nochmal. Machen wir voll. So, hier hinten ist gleich die erste Maschine weg. Komm schon, geh da rein. Nein. So. Oh, die hätte noch Kupfererz in Reserve. Leck mich am Arsch. Wenn du dir das jetzt wieder anguckst mit den Maschinen, guck dir mal die unteren an. Hier ist zum Beispiel eine Lücke. Und guck dir die obere an. Gar nicht, ja. Sehe ich. Warum? Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das nicht. Spiellogik, ne? Ja. So. Ich bin irgendwie dafür, dass wir hier vorne eine LKW-Station errichten. Dass wir es besser hin und her transportieren können. Weil diese ganzen Förderbänder sich hier kreuzen. Nee, für alles eigentlich. Die ganzen Förderbänder durchs Land ziehen und dass sie sich jetzt hier kreuzen, na. Finde ich irgendwie nicht so geil. Ich glaube, das Richtige wäre da eher Zug, oder? Später. Ja, oder ein Zug. Also auf LKW würde ich gar nicht setzen. So, ich guck mal, dass ich mal kurz mein Inventar ein bisschen leer kriege. Ach, du hast noch hier Kisten. Die sind alle nur für Draht eigentlich, ne? Okay, ich hab noch eins. Ich hab circa 20 Slots noch mit Kupfererzen voll. Ja, mach mal hier rein, Dominik. Ich mach mal ein paar Eisenbahnen. Dann hab ich da schon mal ein bisschen Platz. Aus was soll ich die Eisen machen? Also soll ich Eisenplatten oder Stangen machen? Platten braucht man mehr als Stangen. Ja, vertue dich da mal nicht, ne? Die Schrauben und so weiter. In Kombination mit also für versteckten Platten, Schrauben und Stangen. Für Förderanlage und so alles, ne? Brauchen wir ganze Zeit sehr viel Platten. Ja gut. Oh Mann, ey. Wir müssen echt gucken, dass wir die Stahlproduktion oder so auch ans Laufen kriegen. Ich glaube irgendwie nicht, dass das heute noch was wird, aber ja. Na doch, könnten wir ihn kriegen. Ja. Wir haben halt noch ein paar Sachen vorher vor, ne? Bitte? Vorher müssen wir halt noch ein paar Sachen erledigen. Ja gut, das, ja. Wie war das mit einer Pause von der Session später sogar noch? Ja, so gegen 20 Uhr, aber ich weiß, dass wir schon eine halbe Stunde überfällig sind. Nur das macht Bock. Genau, deswegen. Ja, ja. Oh Mann. Ja, okay, lass mich mal gucken, dass ich ein bisschen mein Inventar noch frei kriege. Beziehungsweise. Würdest du danach eine. Würdest du jetzt eine Pause machen wollen? Also, wir könnten gerne das Thema Kupfer noch fertig machen. Gut, dann machen wir das noch. Und danach machen wir die Pause, würde ich sagen. Guck nur, dass ich hier das Eisen noch wegkriege. Dann haben wir nämlich einen schönen Cut. Und haben wirklich eine Menge schon mal geschafft. Ja. So, Platten. Nach dem. Ja, in der nächsten Session dann geht's langsam in Richtung Stahl. Ganz langsam. Vorher müssen wir noch anbauen bei der Fabrik. Und wir müssen uns um die Zufuhr von noch einer neuen Eisenmine und Kohlemine, ne? Ja. Um überhaupt zu Stahl zu kommen.
So. Alter, habe ich viel Zeugs. So. Ich habe so viel Kupfer dabei, dass ich 1677 Kupferbarren fertigen kann bei mir im Inventar. Wie lange oder wie viele Folgen willst du nur zum... Nein. Wie weit ist hier? Ich habe da mal eine Idee. Hast du die Maschine eigentlich ausgestellt? So, den Bohrer, den habe ich jetzt, glaube ich, ausgemacht, ne? Ich dachte, den hast du Ist der schon. aus? Jetzt mal gucken, Ja. weil mir wird das ja nicht angezeigt, ne? Der Okay. bohrt nicht mehr, ja. Gut, dann lassen wir den mal aus. Den anderen könnten wir aber auch schon mal aufstellen. Ja, der andere existiert doch schon gar nicht mehr. Beziehungsweise der andere ist ja schon angeschlossen irgendwo im Netz. Oder meinst du hier die Maschine aus abschalten nur? Ne, die Maschine lassen wir durchlaufen. Lassen auch die noch so lange stehen, bis das hier alles weg ist, weil dann kann ich mein ganzes Inventar noch reinpumpen. Beziehungsweise hast du eine Lagerkiste hier? Hier nicht direkt, warum? Okay, warte mal kurz. So, nur provisorisch. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, okay, 17 Stacks. Guck mal in die Kiste rein. Läuft bei dir. Ich glaube, wir haben Probleme bei der Kupferproduktion. Warum? Guck dir mal unser Förderband für Kupfer an. Ja, wir haben ja noch keine Produktion oben. Ja, stimmt, das war's. Entschuldigung. Das müssen wir noch alles Ich bin bauen, schon einen das Schritt ist weiter okay. gewesen. Tut mir leid. Ja. Ich will mal ganz kurz hier gucken, dass das nur wegkommt. Da haben wir noch einen Container bauen. Ja, ne? Kannst du mal das Kupfer noch einsammeln, was da bei der LKW-Station liegen müsste? Oh, hab keinen Platz im Inventar. Was ist denn? Das ist zu viel. Moment. Ja, was machst denn du jetzt? Nur für mein Inventar. Also, Ist egal, ich hab schon aufgesammelt. ach so. So, ja, haben wir so zwei Kisten noch komplett mit Kupfer voll. Kannst du dann nochmal hinstellen von gerade? Ja, klar. Und vielleicht nochmal connecten, wenn ich nicht gerade im Weg stehe. In welche Richtung Ja, connecten? hier dann, link an die Kiste. Ja, von soll die rein oder raus? So. Das wird gerade nicht dahin geliefert, wo es hin soll. Was? So, jetzt aber. Jetzt haben wir natürlich zweieinhalb volle Kisten und die können das ganze Zeug genau fertig produzieren. Wenn das mit dem Kupfer da oben noch hinhaut, mit dem Platz. Wahrscheinlich nicht. Der Doch. produziert doch nicht mehr, der Bohrer, oder? Ich weiß es nicht. Nee, aber warum ist der noch so Ihr voll? guckt ja mal das Lager an, ne? Es wird mir nicht angezeigt. Warte mal. Bei dem drin. Ich kann nicht sehen, wie viel der noch drin ist. Ach, jetzt kann ich So. sehen. Jetzt dürfte wieder aus sein, ne? So, ich schmeiß das jetzt. Das Kupfer sammle ich jetzt. Ich mach mal hier 10 rein Ja, fertig. jetzt. Du könntest ihn jetzt schon abreißen. So. Dann können wir den nämlich jetzt gleich direkt an den nächsten Förderband hier oben anschließen. Genau. So, jetzt lassen wir da hinten noch so leer laufen. Mal gucken. Das Ding kann. Ich verwechsel das jedes Mal, ne? Und ich kriege jedes Mal fast einen Herzinfarkt dabei. Hä? So. So.
Wo ist der MK? So. Bisschen suboptimal, ne? Weil? Achso, die Container meinst du? Ja. Ja gut, Ja, man kann das erstmal provisorisch irgendwie anwenden. irgendwelche Probleme da oben? Nee. Wir machen das jetzt ein Gut. bisschen anders. Muss auch mal gucken, wo das jetzt ist. Das ist der Kollege. Au! Schieb hier nicht weg. Bitte, gern geschehen. Ja, das ist, sieht aber scheiße aus. Egal. Für Passt den schon. Anfang erstmal. Hauptsache die Produktion läuft. Wir haben ja Ja, gesagt, der braucht jetzt. uns interessiert ja nur das Aussehen innerhalb der Halle. Er braucht jetzt noch Strom. Das geht sogar, ja. Yay, okay, dann rein geht's. Dann geht's rein. Produziert er? Ja, der fährt runter, okay. Oh Gott, werden wir überhaupt noch mal fertig hier heute? Nee. Fertig sind wir erst, wenn wir das Spiel durchgespielt haben. Scheiße. Vor allem, ich glaube, wir haben schon so viel Material, dass wir es einfach ohne Scheiße in Staffeln einteilen können. Und ich glaube, das mache ich sogar. In was? In Staffeln. Machen wir Staffel 1, hier die Erfahrungsstufe 1 bis 2. Staffel 2 ist dann 3 bis 4 und Staffel 4 ist dann 4 und 5 und alles weitere wäre dann Oder Anzug. einfach zwei Staffeln, in dem Sinne, alles, was vor diesem Neubauprojekt war und jetzt, ja. Was? Mir ist das Weißt du, wie egal. das ist? So, dann, wie viele brauchen wir jetzt von den Teilen? Wir wollen jetzt wieder 6 anschließen, Wir ne? wollen quasi von der Breite her brauchen wir genauso viel, wie wir bei Kalkstein gebraucht haben. Von der Tiefe brauchen wir eine Station mehr, weil wir noch einen Schmelzofen haben brauchen. Okay, das heißt, wir können gleich mal hier anfangen mit den ersten Maschinen. Also von der Aufteilung genau wie bei Stein. Das heißt, warte, können wir hier in der Tiefe bleiben? Ja, können wir. Können, glaube Ja, ich, hier auf der Höhe bleiben. die werden nur tiefer noch. Ja. Ne? So, hier. Ich sorge mal für das Loch da hinten, dass ich das schließen kann. Ja. So, eins, zwei, Ah, mir fehlt noch ein bisschen. drei. Vier, es sind nur 6 Stück, ne? 2, 4, 6. Von den. Von was jetzt? Von dem. Konstruktor. Wir haben ja zwei Quellen. Ja, ich habe mich gerade vertan. Wir brauchen erst den Schmelzofen, ne? Ja, den setze ich hier vor noch. Achso. Wenn das vom Platz her passt, Ja, dürfte dann. passen Ja. alles. Brauchen So. wir keinen Splitter? Doch, das passt. Hier, da. Ist er so richtig? Ja, doch. Ja, so ist er jetzt schon perfekt eigentlich. Oder? Ja, doch. Ich muss dann überlegen. Das Zeug kommt roh hoch. Da muss es erst im Schmelzofen. Warte mal, wird erst gesplittet oder erst in den Schmelzofen? Erst Schmelzofen, dann splitten. Oder Okay. vertue ich mich da jetzt gerade? Ich bin gerade auch am überlegen. Ich meine, es ist alles so richtig. Ich gehe noch mal Ich habe gar runter. keinen Draht. Du kannst Draht gerne mitbringen. Ich habe 2000 dabei. Das ist auch ganz gut nett. Sicher, dass das gerade richtig ist. So wie halt bei allen anderen Maschinen bis jetzt. Okay. Die Constructor brauchen ja nur länger im Moment. Ja. Ah, cool. Ich leg dir mal 1000 Ja, erstmal dürfte rein. reichen. Schmelzer. Hier oder Jetzt habe ich auf den den? Boden unter uns. Jetzt habe ich den Boden unter uns aufgemacht. Sein Ernst? Soll er hier hin? Nein. Oder eins weiter vor? Eins weiter vor. So.
So, und hier nochmal ein. Ich schieße auch noch nicht direkt an, da müssen wir noch eine schöne Kurve reinkriegen. Ja. Nicht gerade am Überlegen. Schieß mal hier an. Warte, ich wollte gerade mal testen. Passt doch, oder? Wir sind den jetzt gesetzt. Ist noch ein weiter gesetzt, weil jetzt ist der nämlich. Na. Ich wollte den eigentlich anders setzen, wegen dem Boden und dem Pfeiler. Ich hätte den nämlich jetzt so gesetzt. Obwohl, ne, das ist. Ne. Alles cool, wir machen das so, wie du gesetzt hast. Okay. Gut. Ups, 3. Ist überhaupt davon eingesetzt? Ja, da ist eingesetzt. Aber den habe ich den so gesetzt. Ja. Den hast du, glaube ich, da gesetzt, ne? Ja. So. Achso, das ist ja schön. So, den haben wir auch. Dann hier noch den anschließen. Mal, irgendwo habe ich gerade einen Denkfehler, ne? Ja, ich sehe ihn auch. Nimmst du deinen Träger mal weg und verbindest den. Nein, das war der richtige Träger. Sind alle verbunden? Ja. So, jetzt lass mich hier nochmal gucken. Der Strom, genau. Verbinden wir den. Auf der Ecke. Dann einmal auf. Guck mal wegen dem Lager schon mal. Warte mal, hier fehlt da irgendwas. Da hin. Und hier fehlt noch einer. So, Strom ist getrennt. Getrennt sage ich schon. Strom ist da. Ich guck mal, dass ich Förderbänder mal jetzt an die Maschinen ankriege. Ah ne, die Maschinen müssen ja noch programmiert werden. Kupfer, Kupfer, Kupfer. Und so, in Schmelzer 1 haben wir Kupfer. Der soll was produzieren? Bei Kupfer haben wir überall Draht müssen. So. Nur Draht, ne? Wir haben nur Draht, ja. Ausschließlich machen wir erstmal nur. Kupfer. Wir haben ja Draht. Genau, nur Draht. Draht und Draht. 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 Und Kupfer. So, ich baue dir schon mal die Füße auf zum Verbinden hier hinten. Bei den Lagern? Ja. Genau. Baue die Verbindungsstücke erstmal. Das hier? Ja, passt. Ist das eine Pistole? Ja.
Die gibt's im Cockpit. Ich pisse auf die Gegner. Mario, kannst du dich mal bitte da runterlegen? Mario, sag einfach ja oder nein. Ja. Achso, das. Du Hurensohn! So, wir haben die zwei Pimmelköpfe hier jetzt abgeholt. Ja, Tanzverbot ist am Start. Zaubern. Die Achterbahn, die geht so ab. Ich denke mit der Gänse.